Ein neuer Tag, neue Aufgaben und wir sind natürlich startklar. Gleich direkt ins Rathaus stürmen, um die nächsten Aufträge zu erhalten. Jetzt müsst ihr aber eigentlich was im Postfach haben vom Forschungszentrum. Nachdem wir erstmal die Rohstoffe genommen haben, ne? Von Emily! Die Wassermelonen auf unserem Bauernhof sind reif. Komm und ernte ein paar. Oh, geil. Sehr schön. Hallo, wir haben... Wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Feuerbetriebener Generator. Den schauen wir uns natürlich direkt mal eben an. Die Melonen können warten, ne? Wir können uns erstmal hier gleich den Ghetto Blaster bauen. Haha. So, erstmal hier. Wir müssen erstmal... das wird eng. Das wird sehr, sehr eng. So, Holzkohle. Wie abbrechen? Lol, das doch braucht noch so lange? Echt jetzt? Okay, wir tanken erstmal voll. Ähm. 14 Stück sind noch hier drin. Ja, Holz ist immer so, es ist echt eine Sache, Holz ist echt eine Sache. Ist das eigentlich bei jedem gleich, dass das immer hier so rumliegt? Immer so als Frage. Und ich frage mich auch gerade, ist das Ernten kostenlos? Oder kostet das Ernten was? Naja, wir werden sehen. So, einmal das hier, dann zurück zum Holz sammeln. Wir machen auf jeden Fall gleich den Ghetto Blaster. Ich will gucken, dass wir die Kassetten wegkriegen. Ich weiß nicht, wenn wir die verwenden, sind die danach weg? Ich hoffe. Ich kann sowas eigentlich nicht im Inventar gebrauchen. Ich will aber unbedingt wissen, was draufsteht. Vielleicht ist es was... Ich hoffe, dass es überhaupt so einsetzen kann. Ich hoffe, es ist was, was ich gut nutzen kann. So. Wir haben wieder Holz geholt. Ich schau mal ganz kurz nach, wie viel Holz haben wir denn jetzt insgesamt noch? Eins und 50. Naja. Nicht so viel, ne? Das wollte ich mal eben nur reinhämmern. Ah, die Forschung hat abgeschlossen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, direkt mal hier Holzkohle rauspfeffern. Easy 10 Stück. Ich schau mal ganz kurz hier nach, wie viel können wir denn mal eben hier voll tanken. 21 nur, okay. Wir brauchen erstmal Holz. Wir brauchen erstmal Holz. Ja, das war hier, glaube ich, ne? Holz, 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 Holz. Nein, war nicht da. War es doch hier. Holz, 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 Holz. Ups. Wo war das? Wo war das? Industrieller Kern, Blutstein, Steinabbau. Holz. 0,8, gut. Gehen wir auf 1,6. Beziehungsweise wir könnten eigentlich... Warte, wie viel können wir... ich möchte das ja effizient nutzen, ne? Ich möchte das ja effizient nutzen. Und da könnten wir jetzt... 0,8, 1,6 wären 2. Ich bin gerade absolut kacke im Kopf rechnen. Tut mir leid. 1,6, 2, 4, 3, 2, 4, 5 mal. Zack. So. Easy going. Weißt du was, das machen wir nochmal. 4 mal. Weil wir nochmal so nett sind, machen wir es nochmal 8 mal. So. Geil. Gut, dann können wir mal eben hier einmal komplett, weißt du, einmal voll machen. Dann hier auch einmal easy voll machen. Das Dinger laufen, weißt du. Das einmal voll machen. Jetzt haben wir zwar nicht mehr ganz so viel, aber es reicht erstmal aus. Und den hier werden wir mal ganz kurz löschen. Denn, Handbuch. Feuerbetriebener Generator. Ah, geil. Auf dem Arbeitstisch Level 2 fertig. Ja gut, das haben wir. Stahlplatte, gut. Brauchen wir auch. Motor haben wir. Und einen einfachen Ofen müssen wir da reinpacken. Okay. Naja, den Ofen sieht man ja hier, ne?
Was macht der? Was macht das Ding? Feuerbetriebener Generator. Könnte man den dann vielleicht nutzen, um andere Maschinen zu feuern? Ich hatte das mal so gelesen. Da ich hatte ja mal gesagt, ich habe mir mal so ein bisschen was durchgelesen zu dem Ganzen. Und ja. So. Jetzt bauen wir aber erstmal den Ghetto Blaster. Dafür holen wir uns mal ganz kurz die ganzen Sachen rein, die wir brauchen. Beziehungsweise wir sortieren mal ganz kurz alles ein, was wir nicht brauchen. Darunter befindet sich beispielsweise dieses wunderschöne Zeug. So, das. Das hier legen wir gleich schon zur Seite. Wir haben wieder Glas. Haben wir was zu essen bekommen? Haben wir was zu essen bekommen? Ja, bis auf das, was wir da schon drin haben, haben wir nichts zu essen bekommen. Aber hier, ne? Pflanzliches. Immer gern gesehen. Scheiße. Ne? Wundervoll. Wer hat's nicht? Kartoffelfruchtsammel. Weißt du was? Die pflanzen wir gleich direkt ein. Das kann auch mit rein. Und jetzt gehen wir mal weiter durch. Silikonchips. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die legen wir schon mal ins Inventar rein. So. Hier auch. Oh. Warte mal. Schwupp. Die nehmen wir. Die haben wir extra zur Seite gelegt. Das kommt auch mit dazu. Da tun wir uns auch mit dazu. Zendigierung packen wir damit mit zu. Und wir gehen nochmal hier in den Dead, vergesse ich irgendwie jedes Mal rein. Also vor allem die Frucht, die vergesse ich jedes Mal da reinzulegen. Ich weiß nicht warum. So, Holz noch mit rein. Das wollte ich gleich verwenden. Das ziehen wir mal ganz kurz hierfür rein. Das kommt da rein. Das ziehen wir mal dafür rein. Das ziehen wir mal eben kurz rüber. So, dann jetzt haben wir alles da beisammen. Vorher machen wir mal eben die Pflanzen fertig, dass die auf jeden Fall schon mal drin sitzen. Weil wir haben genau zwei Samen. Zack. Zack. Und einmal Status überprüfen, sieht man mal ganz kurz. Zwei Tage. Zwei Tage. Überall noch zwei Tage. Gut, Ghetto Blaster, auf geht's. Wir machen erstmal das Hörnchen rein. ETF. Das noch rein. Silikonchip noch rein. Kassette rein. Und was fehlt? Ach, die Kupferspulen, die zwei. Jo, Tatsache. Ah, ganz vergessen, die Kupferspulen. Nee, falsch rum. Ja, falsch rum. Egal. So, Kupferspulen. Ziehen wir uns mal ganz kurz rüber. Wir picken uns davon mal eben zwei raus, packen die mal wieder rein und nehmen uns die Kupferspulen eben runter. Geil, wo kann ich den jetzt hinstellen? Kann ich den jetzt irgendwo hier hinjallern? So, kann ich jetzt irgendwie eine Kassette holen? Warte mal, ich hole mal so eine Kassette. So, wir haben ja hier wunderschöne zwei Kassetten. Nehmen wir gleich beide mit. So, schauen wir mal, können wir die da drin einfach abspielen? Strange Video One. Ja, ich glaube nicht, dass wir da ein Video machen können. Was können wir denn mit dem machen hier? Was können wir denn mit dem machen? Können wir den vielleicht hier drin irgendwo hinstellen? Ist jetzt aber doof. Ich dachte, da können wir jetzt die Kassetten reinpacken. Na, haben wir den schon mal gebaut. Wenn den einer haben möchte, soll er vorbeikommen. So, wir müssen unbedingt noch ins Schlag mich tot. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ins Rathaus. Ja, mittlerweile 11:30. Das geht gar nicht, ne? Das geht absolut nicht. Deswegen zischen wir mal ganz schnell los. Und schauen mal, dass wir was hier bekommen. Weil wir müssen jetzt auf dringend warten. So, auf jeden Fall warten. Aber ein bisschen was. Oh, ich sehe hier gute Belohnung. Bei dem Auftrag aber nur. Wir brauchen zweimal Flaschenzug. Okay. Hätte was. Vier Stahlkabel. Okay. Wäre eine Option. Fünf Sonnenbrillen, das ist keine Option für mich, damit kann ich mich nicht aus. Sieben Eisenbahn. Wenn wir ganz viel Lust haben, machen wir das. Ich gehe mich aber mal vorher informieren, wie das hier aussieht mit Stahlkabel.
wie das aussieht mit zweimal Flaschenzug, was für Materialien ich da bräuchte. Aber ich bin jetzt mal guter Dinge und sage mal, keiner von den beiden Aufträgen will, also einer wird auf jeden Fall noch von den beiden übrig bleiben. Schrägstrich, ist es spät am Tag. Die ersten waren bestimmt schon da und haben sich schon ihren Auftrag geholt. So, Flaschenaufzug und das andere war... Ja, genau, habe ich schon wieder vergessen. Egal. So, Aufzug, der war der nicht hier mit drin? Nee. Nein, 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 nein. Doch, nee. War der denn? Wo war der denn? Schauen wir nochmal hier nach. Eisenpfanne, das war das, was ich gestern gebrauchen konnte. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Wir könnten uns eigentlich übrigens mal auch einen Tisch machen. Einen schönen Teetisch oder sowas. Okay. Was brauchen wir hier? Hartholzdiele, Kupferdraht. Ah, stimmt. Stahldraht. Stahldraht. Flaschenzug, da ist es. Schmiermittel, Carbonstahlbahn. Flaschenzug können wir auf jeden Fall machen. Stahlkabel war das andere. Carbonstahlbahn. Ja, dafür brauchen wir noch Schmiermittel. Schmiermittel haben wir. Wenn das eben schnell gehen soll, kriegen wir den Auftrag auf jeden Fall heute fertig. Aber mir egal, welchen wir davon nehmen, Hauptsache ein. Ich würde mich über den Flaschenzug ein bisschen mehr freuen. Bei dem anderen wären wir zwar schneller fertig, aber da kriegen wir nicht ganz so viel Geld. So. Hier kriegen wir zwar ein bisschen 90 Rufpunkte und 100 Erfahrungspunkte. Hier kriegen wir 88 Rufpunkte. Wie viel war das hier? 90? Wow, 2 Rufpunkte, aber dafür einen kleinen Tacken mehr Money. Und ich würde sagen, den nehmen wir mal eben an. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Kann ich eigentlich irgendwo nachgucken, wie mein Levelverlauf ist, beziehungsweise bin ich kurz vorm Level up oder nicht? Ich glaube zwar derzeit nicht dran, dass ich irgendwo kurz vorm Level up stehe, aber es wäre mal interessant zu wissen. So. Kappe und Stahlbarren sind fertig, wir holen mal eben die ganzen Sachen wieder rein. Das, die Legierung, hier, guck mal, Holzkohle, wieder direkt fertig, weißt du? Da können wir mich hier mal eben Kappe und Stahlbarren direkt weitere 4 reinhauen, dass das Ding auf jeden Fall durchläuft. So, Flaschenzug, meine Lieben. 3 Barren haben wir schon. Schmiermittel brauchen wir auf jeden Fall noch. Nicht mehr. Noch nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Carbonstabber. Und auf den warte ich mal eben. Sollte eigentlich gleich kommen. Ich überlege gerade, was könnten wir noch machen? Wir brauchen einen Stahlkern, ne? Einen Stahlkern. Einen industriellen Kern brauchen wir ja. Ja, beziehungsweise nicht nur den, wir brauchen ja auch eigentlich relativ viele Carbonstahlbarren. Ja gut, wir schauen mal nach. Wir schauen mal. Wir müssen jetzt halt nur noch hier drauf warten, dass der hier fertig wird. Er hat auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Und wir können es jetzt gerade nicht erlauben, einen von den Öfen wegzulegen. Für den Spezialbauplan. Für den ganz, ganz neuen hier feuerbetriebener Generator. Ja gut, fehlen sowieso Carbonstahlbarren ohne Ende. Das ist klar. Wir können mal eins gucken. Ganz schnell. Was wollte ich gucken? Ja, genau, Datendisks. Datendisks. Ja, ich bin heute echt vergessen, ich weiß. 11 Stück derzeit. Ist nicht viel. Weil das nicht viel sind, gehen wir mal ganz kurz welche holen. Ich will nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal auf die 20 kommen. Das wäre super. Wie immer nur Stein. Ich gehe aber extra in die Höhle 2 rein.
Denn in der Höhle 1 waren, glaube ich, keine Blutsteine verfügbar und in der Höhle 2 schon. Da haben wir auch mehr Materialien. Und deswegen hoffe ich, dass ich da vielleicht auch für den industriellen Kern ein paar Materialien sammeln kann. Dass wir damit auch fertig werden. Das wäre cool. Oh, hallo auf dem Pony. Schon wieder die Schule aus, Alter. 15 Uhr, easy. Ich muss nur Gas geben, denn ich will eigentlich das Forschungszentrum noch fertig werden. Wochenpass, jawohl, gibt's auf jeden Fall. Dafür ist mir das Geld auf jeden Fall nicht zu schade. Die 300 Gold haben wir uns schon wieder drin gehabt. Die haben wir nämlich woanders verbraucht. beziehungsweise eingespielt. Und zwar bei den Aroma-Äpfeln. So, Blaues brauchten wir, glaube ich, auch, ne? Blaues brauchen wir auf jeden Fall. Weißt du was, wir machen einfach hier weiterkommen. Einfach ein bisschen buddeln, wir schauen mal, was rumkommt dabei. Sehr schön, Eisenerz, wovon wir ja gar nicht viel haben. Ja, sehr schön, Blau. Da hatten wir es, jawohl, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's richtig rund hier. Ja, ein bisschen näher ran hier, ne? Wir wollen ja kloppen, weiter kloppen. Manganerz. Ja, das ist derzeit das Objekt, was wir brauchen, um weiterzukommen im Spiel. Und das wir nur mit dem industriellen Ofen hinbekommen. Deswegen kloppen wir uns jetzt erstmal hier ein vom Leib. Oh, wie kann das sein, Alter? Sie steht da wirklich vor und trifft nicht. What the fuck? Weißt du, und hier trifft sie aus 10 Metern Entfernung. Easy. So, stehen bleiben, weiter kloppen. Jawohl, noch eine Datendurchsicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall, dass wir die abgeben können, vielleicht noch heute. Ich weiß nicht, ob das noch... Obwohl, schaffen wir nicht. Schaffen wir keinen. Nein, nein, wir haben 17 Uhr. Wir haben fucking 17 Uhr. Wir haben fucking 17 Uhr schon. Ach, mein Gott, Mädchen, was ist denn mit dir? Ich informiere mich auf jeden Fall gleich noch nach der Folge, wo ich Blutsteine finde. Weil wir haben schon viel, sehr viel gebuddelt. Auch schon nach Materialien gebuddelt. Nach Spezialzeug gebuddelt. Und haben nirgendwo diese Blutsteine groß gefunden. Wir haben insgesamt 6. Nee, stimmt gar nicht. 2 oder so, ne? Oder 4? Ich meine, es wäre auf jeden Fall eine gerade Summe. Und es kann nicht sein, dass wir zigtausend Jahre hier unten buddeln, um für so einen industriellen Ofen die Scheiße zusammenzukriegen. Kann nicht sein. Deswegen informiere ich mich mal drüber. Wer weiß. Vielleicht... Oh, was war das denn? Vielleicht gibt es hier irgendwie nur in Kisten oder so. Wer weiß. Wir haben mittlerweile 18.30 Uhr, Leute. Jetzt kommen die Datendisks, weißt du? Jetzt kommen die Datendisks. Ja, alles klar. Wir ein bisschen tiefer graben hier wieder. Wir graben wieder viel zu hoch. Können wir doch gar nicht hochlaufen hier, die Ecke. Ja, los mit euch. So. Alter, sie steht da wieder kurz vor, weißt du? Sie muss in dem Ding drinstehen, damit sie das Ding trifft, oder was? Willst du mich verarschen? So. Jawohl, 18 Daten ist sehr schön. Ich höre bei 20 auf. So dass wir dann am nächsten Tag. Ich hoffe mal in der nächsten Folge auch. Oh, wir sind durch. Dann zum Forschungszentrum gehen können, dass sie ja weiter forschen können. Dass wir langsam das Buch voll kriegen. Ist auch geil. Uns wird ein Handbuch hinterlegt, das so gut wie leer ist. War sowieso beste Aktion. Wir haben so eine ganze Werkstatt, weißt du, jahrelang betrieben wahrscheinlich. Kriegen ein Handbuch, in dem so gut wie nichts drin steht. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Na komm. Alter, sie steht doch wieder davor. Trifft doch einfach, Mensch. Da gibt es irgendwo eine Todeszone, so bei 1,80 oder sowas. Weißt du, da trifft sie wieder hier, weißt du, das trifft sie wieder. Jawohl, 20 Daten, das ist alles klar. Alles klar, wir machen uns dann wieder auf den Weg nach Hause. Wir müssen einmal hier, Da, wir haben ganz schön viel gebuddelt, leck mir am Arsch.
So, wo müssen wir hin? Da, da müssen wir hin, ne? Jawohl, da, da müssen wir hin. Wir haben mittlerweile 21 Uhr, Digga. Das ist, Katastrophe. Ich muss gleich noch mal ganz viel ins Inventar gehen. So. Sehr schön. Gut, gut, gut. Weiter geht's. So, ab, ab nach Hause. Kommen wir hier mal eben schnell den Berg runterflitzen. Das geht ja ganz zügig. Forschungszentrum hat schon zu, das ist Katastrophe. Weiß nicht, ob wir Petra auch zu Hause besuchen können. Ich glaube nicht, ne? Geh zu ihr nach Hause, ja hier zum Forschen, weißt du Bescheid, Digga. Geh arbeiten. Geh arbeiten. Nur los, hopp. Geh arbeiten, ja schließlich auch hier. Tag, Nacht, weißt du? So. Wir haben Stein. Wuhu. Die Freude ist groß. Geil, haben wir ein Zinnerz. Ein Zinnerz. Krass, Digga. Krass. Einmal krass. Man muss einfach ein fettes Digger dahinter. So, wir haben... Ui. Wir haben Steine. Wir können wieder was... aus Stein bauen. Schön, schön. Wir haben auch hier ein Bleierz. Geil. Haben wir nicht mehr gesammelt? Haben wir wirklich nur ein Bleierz gesammelt? Wer ernsthaft jetzt? Boah, ist das erbärmlich. Egal. So, wir haben 20 Daten. Das ist perfekt. Lege ich mir auf jeden Fall mal ins Inventar. Rein, ins Inventar. Nicht so nuscheln. Bisschen, ne? Offener reden. Könnte klappen. So, Holzkohle auf jeden Fall direkt hinterher, meine Freunde. Wir machen natürlich immer mal hier voll das Ganze. Zinnlegierung ist fertig, geil. Dann können wir dich eigentlich... auf gestärktes Glas packen. Machen wir mal, wa? Machen wir mal. Du bist ja natürlich wieder bereit, weitere Carbonstahlbarren zu machen. 6 Stück hauen wir wieder rein. 18 Stück. Ja, läuft doch langsam. Ich dachte wohl, gerade da oben liegt auch noch Holz rum. So, wir haben weitere Barren. Die Barren lege ich mal da unten hin. Das sind die seltensten Barren, die wir eigentlich machen. Von denen haben wir eigentlich immer was. Aber vor allem von Eisen und Kupfer haben wir mittlerweile immer was. Carbonstahlbarren wird zwar eigentlich häufiger gebraucht, aber weil sie auch nicht kommt, irgendwie nicht so, ne? Ist halt nicht so in. Ich überlege gerade, was könnten wir noch machen? Weißt du was? Ich habe gerade keine Ahnung mehr, was wir machen. Und deswegen gehen wir Dart spielen. Ich lege mir das mal ganz kurz wieder ins Inventar rein. Wir gehen mal ganz schnell gucken. Ich guck gerade auf die Uhr, es ist nicht mehr viel, nicht mehr ganz so viel, eine ganz so lange Zeit. Und da spielen wir doch hier eine Runde. Kennen wir ja mittlerweile das Spielchen, ne? Ich weiß ja, wo ich abwerfen muss. Und dann kriegen wir das locker eben mal schnell hin. Ich gehe auf 200 erstmal. Ne? Es sind halt nicht viele Würfe, kriegen wir locker hin hier alles. Dann können wir mal ganz schnell noch gucken, was dieses, was es mit diesem Buch auf sich hat. Ne? Was es mit diesem wunderschönen Buch auf sich hat, was er uns da verkaufen will. Wir schauen einfach mal nach. Ah, geht ja fix hier, ne? Geht ja fix und, gerade noch passend. Gerade noch passend. Wir wollen natürlich die volle Punktzahl haben, ne? Wenn wir jetzt nämlich verwerfen auf die 20 oder so, dann, würden wir nicht 20 bekommen, sondern 12 oder sowas. Wäre nicht so schön, will keiner haben. Jeder will die volle Punktzahl, wir auch. Und deswegen schön auf die 30. Das ist echt, das müssten sie theoretisch immer wieder schneller drehen. Dass man halt immer wieder umdisponieren muss. Aber man muss immer wieder schauen, okay, es dreht sich jetzt gerade doch schneller. Gleich wird es langsamer, wann werfe ich denn? Weil das ist ja einfach auch bei dem Pfeilewerfen hinter uns. Obwohl mir das... Da gibt es auch eine Ecke da, ab, braucht man nur hinzielen und jedes Mal kommt man oder trifft man da oder würde man treffen.
Ist mir aber auf eine Art ein bisschen unsicher. Hier liegen meine Erfolgschancen eigentlich recht gut bei 100%, wie man sieht. Und deswegen, letzte Runde übrigens. Das ist die letzte Runde. Dann haben wir 205 und dann schauen wir mal im Shop, was es da für uns Schönes an Materialien gibt. Da bin ich schon gespannt auf das Buch. Ich glaube, das war das Kochbuch, ne? Für 200? Ich glaube. Naja, wir schauen gleich mal nach. Ist ja wieder soweit. Na komm, zwei Pfeilchen noch hier, komm. Easy going. Jetzt darf ich nur keinen verwerfen. Mit 12 würde ich nämlich, müssen wir nochmal spielen. Zack, sehr schön, wir beenden das Ganze. 215 haben wir sogar, geil. Ah, falsch gerechnet. So, hier, Kochmeister für 200. 300 wäre das geschäftige Bauernhof, was wir auch, oder was ich auch gerne hätte. Aber wir holen uns erstmal das hier. Wir können uns auch das hier holen. Der Marktpreis ist zwar angestiegen, aber das interessiert hier, glaube ich, keinen. Das ist halt immer bei 200 irgendwie. Ich weiß nicht, kann man das vielleicht auch gegen Golds tauschen? Vielleicht könnte man das hier als Goldsmaschine verwenden. Hier, weißt du, easy Ritterschild. Schöne Gold. Dreh dich mal ein bisschen weiter. Ja, genau. Erinnert mich so ein bisschen an Schach. Okay, das hier wollten wir uns holen. So, das hier nochmal Designproben. Ja, Reise aus dem Osten, Musik. Okay, wir holen uns das hier. Und schauen mal, was wir davon kriegen. So. Ich habe gerade noch mal kurz den Text überflogen. So, was kann ich jetzt hier mit dem Buch machen? Kann ich das irgendwie lesen oder benutzen oder verwenden oder so? Würde mich mal interessieren, was man mit den ganzen Sachen anfangen kann. Schau mal ganz kurz nach. Geschenk, ja. Kann im Museum platzieren. Alles klar, wir können das also nur im Museum platzieren. Ja, toll. Wir selber können es nicht lesen. Hier, Erfahrungspunkte, wir sind kurz vor Level 26. Geil. Was war gerade noch bei Mission? Mission, Handelsauftrag. Flaschensuche, ja genau, die wollten wir noch zweimal machen. Machen wir das so mal. Wir haben ja ein paar Legierungen bekommen. Wow. Was geht denn da ab? Ah, gestärktes Glas, jawoll. Auch unter Panzerglas bekannt. Ja, dann legen wir das hier mal beiseite, dann packen wir das irgendwann ins Museum. Das legen wir mal wieder dahin, das packe ich mal hier mit rein, beziehungsweise da mit rein. Ja, zweimal Flaschenzug, kommt sofort, machen wir fertig. Ja, nehmen wir mal das hier mal alles raus. Zack, easy, easy, so. Und einmal, nee, machen wir Flaschenzug, war doch hier. Da kann ich nämlich auch mal eben arbeiten, das muss ja auch noch arbeiten hier. 3, 2, so, gib ihm. Schnell. Schön. Dann könnte ich theoretisch hier nochmal Carbonstabbaren fertigen. Dann sind wir nämlich auch den los. Jetzt haben wir nur das. Warte mal. Schwupp. Schwupp. So, jetzt haben wir halt nur das gestärkte Glas hier drin. Das lassen wir gleich im Inventar. Denn das können wir verkaufen. Ne? So, wir haben heute... Haben wir überhaupt Plus gemacht oder haben wir Minus gemacht? Wir sind, glaube ich, bei 21.000 gestartet. Also in der Aufnahme. Sieht das hier mit dem wunderschönen Weizen aus? Etwas mehr als ein Tag noch. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier nochmal ein Tag. Ein Tag, jawohl. Ein Tag um 10 Stunden, so ist richtig, so muss das sein, ne? Hier, Nummern, guck mal, ja, sehr schön hier, Nummern. Gestärktes Glas. Ja, wir kriegen halt dafür auch XP oder Erfahrungspunkte. Da 40.000. Der Angriff liegt bei 80, das ist ja nicht sehr hoch. Also Verteidigung ist hoch. Was macht denn hier Verteidigung aus? Das macht Verteidigung, das macht Verteidigung. Angriff plus 6, weißt du, hier plus 60, plus 6. Maximale Ausdauer plus 9.
Wir haben halt noch keine Mütze, ne? Das wirkt sich aus, meine Leute, das wirkt sich aus. So, ich will mal eben wissen, wo ist denn das Museum? Wo ist denn das Museum? Weil irgendwie, da müssen wir irgendwie hin, ne? Zum Museum, da müssen wir irgendwie hin. Ah, Petras zu Hause bis 21 Uhr. Naja, hätten wir nicht geschafft. Sams zu Hause. Ja, wo ist denn? Wo ist denn? Das ist so. Wo ist denn hier das Museum, bitte? Ich find's nicht. Ich bin zu blöd dazu. Ich bin zu blöd dazu. Egal. Weißt du was? Wir haben 1 Uhr hier. Zeit ist auch drin. Und ich würde sagen, wir gehen eine Runde schlafen. Und ich sage einfach mal dann bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ich gehe eine Runde pennen. Bis dann. Ciao.